Mädels da draußen, ich kann euch gar nicht sagen, was mir heute alles so durch den Kopf gegangen ist. Ich weiß, Sonntag ist eigentlich ein ruhiger Tag, aber ich habe so viel gute Energie in mich aufgezogen und meine Katze ist am Abdrehen. Yes. Und so viel gute Energie in mir gehabt und ja, so ein Kopf und musste dann halt erstmal zusehen, dass ich das irgendwie geregelt bekomme. Und dadurch ist halt noch eine Geschichte entstanden, die ich richtig, richtig gut finde. Und schon verfalle ich in meinen alten Trott. Nein, es ist halt einfach nur, ich möchte die euch mal wieder zu Gemüte führen. Sie heißt die Hochzeit. Es ist Sommer, ein wunderschöner Tag. Sina macht es. Es ist Sommer, ein wunderschöner Tag. Sina macht sich schon bereit. Es ist Sommer, ein wunderschöner Tag. Sina machte sich schon bereit. Sie hat ganz schön viele Schmetterlinge im Bauch. Und ich kann nicht lesen. Sie hat ganz schön viele Schmetterlinge im Bauch. Denn heute ist der Tag ihrer Hochzeit. Sie kann es gar nicht richtig glauben und ist ganz leicht vor Glück. Michael war extra kurz zuvor auf die Idee gekommen, auf einer Insel am Meer Urlaub zu machen. Dort besuchten beide eine Kirche und wählten diese zum Ort ihrer Trauung. Und heute ist es soweit. Alle Familienmitglieder sind angereist. Sina bereitete sich auf die Trauung vor, indem sie alle Dinge bei sich trug, die sie für die Hochzeit brauchte. Erstens, das Kleid ist neu und in einem wunderschönen Meerjungfrauenstil geschnitten. Meerjungfrauenstil geschnitten. Natürlich komplett in leuchtendem Weiß. So, was haben wir hier noch? Ah, die wunderschönen Ohrringe hat sie von ihrer Großmutter. Sie sind Weißgold und mit Diamanten besetzt. So, was habe ich hier noch in meinem Schmuckkästchen? 1, 2, 3. Und zwar die Schuhe. Die Schuhe sind von ihrer Mutti. Nachdem diese die Schuhe schon bei ihrer Hochzeit getragen hat, darf Sina die Tradition heute fortführen. Ich kann kein Herzen. Und natürlich hat sie auch an das Strumpfband gedacht. Es ist wunderschön und mit Spitze besetzt. Das wird mich ihr bestimmt gefallen. Der Schleier ist ein Geschenk ihrer Schwester und über mit Diamanten besetzt. Passend zu den Ohrringen. Als die Sonne am höchsten stand, als die Sonne am höchsten stand, um 12 Uhr Mittag, das ist der Zeitpunkt der Trauung. Sina und Michael geben sich mit kleinen Gedichten der ewigen Treue das Jawort. Natürlich weinen alle Frauen vor Freude, ist ja klar. Ab jetzt wird getanzt, gelacht und vor allem die Torte angeschnitten. Was für ein schöner Tag. Und das war sie. Ich habe mich heute zu Tode gefreut, als mir das durch den Kopf geschossen ist. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß und Freude dran. Lasst es für euch einen kleinen Anstupser sein oder auch nicht. Ich muss das einfach rausbringen. Und bis zum nächsten Mal bei Sandra Paulus.